Heute mache ich was sehr Spannendes. Es geht heute um alte oder alternde Kakteen oder welche, bei denen man schon nicht mehr so genau weiß, kommen wir damit zurecht oder nicht. Ich habe hier so ein Exemplar. Ja, wenn man das sich komplett anguckt, sieht man keine Wurzeln mehr dran. Und das sieht man jetzt nicht, aber ich halte es mal ganz nah an die Kamera. Vielleicht kann man es hören. Hier knackt es auch ein bisschen, wenn man drückt. Das heißt also, das ist schon alles hohl. Das heißt, wenn ich den jetzt irgendwie retten möchte, muss ich hier einen massiven Schnitt setzen. Ich habe noch ein anderes Exemplar. Also auch wir stehen oft davor, dass unsere Pflanzen, wir sind ja hier im Mutterpflanzenbestand, das sind Pflanzen, die zum Teil wirklich sehr alt sind. Manche kann man retten. In diesem Fall ist es leider so, dass da alle Hilfe zu spät kommt. Man sieht das hier auf den ersten Blick. Das heißt, also wir haben hier unten fehlt schon der gesamte Wurzelbereich. Und wir haben hier oben, da kann man es auch sehr schön sehen. Ich drehe das mal, dass man reingucken kann. Ja, da rieselt also schon. Da ist Fäulnis drin. Da ist nichts mehr zu wollen. Und spätestens, also wenn das nicht reicht, wenn ich hier reingucke und die Pflanze hochhebe, also das Loch ist tief, da ist nichts mehr drin. Also diese Pflanze, ich hole die jetzt, weil ich es nicht übers Herz bringe, zum dritten Mal aus dem Kompost raus. Aber das ist wie ein Brathähnchen, das kann man auch nicht mehr wieder beatmen. So, aber es geht heute nicht darum, woran entdecke ich, dass mein Kaktus tot ist, sondern es geht um was anderes. Was mache ich, wenn ich eine alte Pflanze habe und möchte trotzdem nicht aufgeben und möchte versuchen, die Pflanze irgendwie doch noch weiterleben zu lassen. Das ist heute Thema in diesem Video und ich habe mir also extra dafür eine Pflanze ausgesucht, bei der ich hoffe, dass sie noch Überlebenschancen hat. Auch hier, wenn man genau hinguckt, also ich fasse die jetzt zum ersten Mal an, ich bin jetzt mal still. Also man kann hier deutlich sehen, die ist unten abgefault, aber wir nehmen jetzt die Pflanze mal mit und gucken mal, was wir da machen können, um die zu retten. So, jetzt kommt der spannende Moment. Pflanze wackelt. Also vielleicht nochmal zur Erklärung, was jetzt hier passiert ist. Die Pflanze selber, ja, die ist betagt, also das ist eine von unseren Astrophytenmutterpflanzen. Und alte Pflanzen trennen sich manchmal einfach von ihrer Wurzel. Und das ist normalerweise für uns schon ein relativ sicheres Zeichen, dass es so als definitiv aufs Lebensende der Pflanze zugeht. Und wir versuchen aber heute trotzdem nochmal, können wir die Pflanze vielleicht retten. Also das Ergebnis könnte auch dieses Films sein. Ich habe nicht reingeguckt, die Pflanze ist komplett verfault, dann muss ich mir ganz schnell noch was Neues suchen, um was zu zeigen. Aber wir versuchen es jetzt erstmal. Fakt ist, die Wurzel ist definitiv schon abgetrennt. Das merke ich jetzt und das werden wir jetzt wahrscheinlich auch gleich sehen, wenn ich hier die Pflanze einfach vom Topf löse. Also noch ist sie fest. Kann man glaube ich sehen, ja, dass es einen Widerstand gibt. Aber ist innen drinnen schon ganz trocken. Also vom Prinzip so ähnlich wie die Pflanze, die wir eben schon gesehen haben. Das hier aufzuheben macht keinen Sinn mehr. Also das ist vom Prinzip der Stumpf, der Zentralzylinder, das Leitbündel, was hier drinne war und der Rest Wurzeln. Damit kann man nichts mehr anfangen. Das kann weg. So, und jetzt haben wir tatsächlich den Effekt, also hier drinne. Ich gucke, ich mache das mal ab. Und dann können wir mal hier reingucken erstmal, wie sieht das hier aus. Wer sowas zu Hause hat, muss sich da jetzt nicht irgendwie blöd fühlen. Das ist was relativ Normales, dass Pflanzen einfach alt werden. Also deswegen, ich habe da auch keine Hemmungen, das zu zeigen, dass das bei uns nicht anders ist. Und was ich also sehr interessant finde, also hier ist dann sowas wie eine Abtrennung, die hier stattfindet. Und man sieht aber normalerweise, also wenn ich das jetzt mal drehe, ja, also hier ist das Gewebe noch fit, ja, während es hier also richtig weit reingeht. Und also das ist sehr interessant. Hier bilden sich schon wieder neue Wurzeln. Das heißt also, die Pflanze ist ganz offensichtlich noch willens. Jetzt komme ich so ein bisschen in die Bredouille.
Die Entscheidung ist schon gefallen. Wenn ich hier reinschaue, das fault hier weiter ins Leitbündel rein. Das heißt, es kann passieren, dass meine Pflanze wirklich nicht mehr zu retten ist. Aber ich will es wenigstens zeigen, was zu sehen ist. Aber es bilden sich also hier drinnen schon wieder neue Wurzeln. Das heißt, also das Interesse der Pflanze weiterzuleben ist auf jeden Fall da. Es macht aber jetzt für uns keinen Sinn, auf diese Wurzelchen zu bauen, weil die alleine nicht lebensfähig sind. Die sind nicht in der Lage, also das gesunde Gewebe, das Leitbündel wieder zu reaktivieren. Also das würde trotzdem weiter formen. So, das war jetzt mal so eine interessante Einsicht ins Innere einer Pflanze. Vielleicht noch, also der Auslöser oder einer der Auslöser, das Thema, das steht schon eine ganze Weile auf meiner Agenda, aber der Auslöser war tatsächlich eine Anfrage eines sehr verzweifelten Kakteenbesitzers, bei dem also ein Gymnocalycium sich sozusagen in der Mitte aufgetrennt hatte und seine Wurzeln verloren hatte. Und der hat also gefragt, was können wir denn machen? Und es gab aus dem Team den Tipp oder die Idee, man könnte ja die Pflanze auch pfropfen. Das heißt, also, man könnte die Pflanze einfach das Oberteil, was noch vielleicht gesund ist, abschneiden und auf ein anderes gesundes Unterteil draufsetzen, also sprich die beiden Kakteen dann wieder zu verbinden und darauf zu hoffen, dass die also zusammenwachsen und damit das Oberteil gerettet ist. Funktioniert leider aber mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht, weil einfach, wenn da tatsächlich Pilze am Werk sind, wir kriegen das nie so sauber, die Schnittstellen, selbst wenn wir es also ganz frisch nachschneiden, dass also da der Pilz nicht dran ist. Deswegen also grundsätzlich immer an dieser Stelle die Empfehlung, wenn dann Versuch auf eigene Wurzel, eine Pfropfung alleine wird wahrscheinlich nur dafür sorgen, dass die Pflanze dann sich endgültig verabschiedet. So, was machen wir jetzt als nächstes? Wir nehmen jetzt unsere Pflanze. Ich lege die hier auf ein kleines Brettchen. Das hat also einfach den Hintergrund, dass ich ein bisschen mein Messer auch schützen möchte. Und zwar, also ich lege die so mit den Rippen drauf, dass das eine sichere Auflage hat. Wichtig ist zum Schneiden wirklich immer ein ganz scharfes Messer zu verwenden. Ich hole mir dazu was aus der Küche. Und das Zweite ist, dass es sollte möglichst keinen Wellenschliff haben, dass es also nicht sägt, sondern es soll möglichst glatt schneiden, dass also die Pflanze möglichst wenig verletzt wird. Ich habe jetzt hier schon mal reingeguckt und habe gesehen, also die Fäulnis geht im Leitbündel da innen drinne weiter. Deswegen weiß ich, ich kann also schon großzügiger schneiden, aber zu Illustrationszwecken schneide ich trotzdem mal hier ein bisschen weiter vorne ab. Da kriegt man auch ein Gefühl, wie ist die Pflanze drauf. Und finde also auch gleich bestätigt, was ich schon vermutet habe. Hier ist das verfaulte Leitbündel und hier sieht man auch, also da ist noch, sind Fäulnisreste, die aber erfreulicherweise hier nicht so weit gehen. Das heißt, es könnte sein, dass zumindest im Außenbereich der Schnitt relativ sicher läuft. Und jetzt müssen wir einfach gucken, ich schneide jetzt weiter. Wie weit geht die Fäulnis jetzt weiter nach innen? Und ja, leider sind wir noch nicht am Ende. Also ich kann das hier schon sehen, da sieht man es, aber es ist ein Licht am Ende des Tunnels. Was man hier sehr schön sehen kann, also hier diese kleinen Holzbündel, das ist also der Zentralzylinder oder das Leitbündel, was dafür sorgt, dass also die Nährstofftransporte in der Pflanze rücken sind. So. Nicht schön, aber selten. Wir haben hier ein verhältnismäßig gutes Ergebnis. Innen drin ist alles weiß bzw. hellgrün. Es sind keine braunen Stellen. Und das passt also ganz gut. Das ist in Ordnung so. Aber wir haben die andere Seite. Der Preis dafür ist jetzt, also das ist immer wichtig zu bedenken. Ich mache das mal ein bisschen sauber. Wichtig, also nichts anfassen, was wir gerade geschnitten haben. Das sollte also nicht noch mit, auch wenn ich mir die Hände vorher wasche, ist das immer noch schmutzig. Was ist jetzt von unserer Pflanze übrig geblieben? Ja, das heißt also, wenn so viel von einer großen Pflanze, also das ist jetzt, wenn wir hier mal gucken, wir haben hier locker zwei Drittel verloren mindestens von der Pflanze. Das heißt also, es bleiben relativ wenig Reserven übrig,
aus denen die Pflanze schöpfen kann, um nochmal neu auszutreiben. Da kann man hoffen, dass es funktioniert. Wir werden es sehen, die Pflanze wird uns das zeigen. Was man noch machen kann, das mache ich heute nicht. Man könnte jetzt also hier diese Rippen nochmal sozusagen hier schräg anschneiden, so dass da also sich keine Krawaten bilden, das sagen die Zahnärzte übrigens auch, also sowas wie Taschen. Der Hintergrund ist, dass also hier dieses Fleisch innen drinne wegtrocknen wird und dann zieht sich das zurück und dann hat man also hier die Epidermis, die ist ja relativ dick, die bleibt stehen und dann hat man praktisch da lauter Löcher in der Pflanze schon wieder drinne, wo also dann auch schnell Schädlinge sich gerne einnisten möchten. Wir sind im Grunde jetzt mit dem ersten Schritt fertig. Das, was jetzt passiert, die Pflanze muss jetzt trocknen und muss sich entscheiden, will ich überleben oder will ich trotzdem sterben. Wenn sie überleben will, wird sich also hier eine Schutzschicht, die so ein bisschen wie Papier ist, sich entwickeln und dann kommen irgendwann mal Wurzeln. Es macht keinen Sinn, also die Pflanze jetzt hier irgendwie so in die Sonne zu legen, wäre also keine gute Idee, sondern was wir machen, wir nehmen also einen in etwa passenden Topf, dass die Pflanze möglichst da drinnen hohl liegen kann. Das heißt also, dass Luft von unten dran kommt, aber dass sie nicht irgendwo auf irgendwas drauf liegt, was also dafür sorgt, dass also dann ein Wärmestau oder irgendwas anderes passiert. Wir legen jetzt die Pflanze einfach vorsichtig hier drauf und warten, dass sie vielleicht wieder Wurzeln bildet und dann hoffen wir, dass das funktioniert. So, nein, das ist keine gute Idee. Wir stellen die Pflanze schattig. Also die sollte jetzt keine direkte Sonneneinstrahlung bekommen. Da ist schön dunkel drunter. Also dunkel auch nicht, aber es ist also so, dass Licht hinkommt. Und damit stelle ich also sicher, dass die Pflanze zwar ihre Photosynthese weiter durchführen kann, aber eben jetzt nicht über die Maßen austrocknet. Das ist wichtig. Wer jetzt überlegt, was mache ich denn mit den Resten? Ja, man kann natürlich drüber nachdenken, ob man die auch bewurzeln kann, aber ganz ehrlich, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr, sehr gering, dass da was kommt. Wer jetzt über Areolenpfropfung oder ähnliche Spezialitäten nachdenkt, das kann man natürlich machen, es ist genug Material dran, aber man kann davon ausgehen, die Pflanze ist so jetzt schon extrem geschwächt, macht also wenig Sinn. Also insofern Kompost. Und das letzte Ausblick, wie geht's weiter? Wir werden, vielleicht kriegen wir das hin, in 14 Tagen auf jeden Fall mal einen Blick auf die Pflanze werfen und gucken, was ist mit der Pflanze passiert. Und dann schauen wir mal, ob sich was entwickelt hat. Also ich glaube nicht, dass die Pflanze in 14 Tagen schon die ersten Wurzeln bildet, dafür ist sie zu alt. Mein Planungshorizont bei alten Pflanzen ist eher in Monaten. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass wir in einem Monat, also sprich im September, was sehen, ist größer, als dass wir jetzt in 14 Tagen was erwarten. Und dann erzähle ich, wie es weitergeht. Ich kann schon kurz anschneiden. Wenn eine Wurzel kommt, wird die einfach auf trockene Erde gesetzt und dann schauen wir, was passiert. In diesem Sinne. Viel Erfolg beim Nachmachen, das darf man zu Hause ausprobieren. Wichtig ist immer dabei, Blick für die Realität nicht verlieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass meine Pflanzen, also gerade wenn sie wirklich schon sehr alt sind, das überleben, ist leider sehr gering. Aber es ist auf jeden Fall, man kann hinterher sagen, ich habe es zumindest versucht. Insofern, ich drücke die Daumen. Bis bald. Tschüss.